Servus, grüezi und hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Folge Nummer 11 unseres Projektes Neubadelsagen Reloaded und ich bin der Badenfarmer und heiße euch recht herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wir sind hier immer noch beim Ausbringen der Gülle auf unserem Feld. Unser Fendt hier zusammen mit dem Fliegel ist unterwegs und bringt hier unsere Gärreste aufs Feld für die erste Düngung. Okay. Auf dem anderen Feld sind wir bereits fertig mit dem Bekämpfen des Unkrautes und hier auf diesem Feld werden wir jetzt gleich mit dem Deutz, den wir hier stehen haben, so, werden wir jetzt gleich hier entsprechend die erste Aussaat ausbringen. Und entweder Weizen oder Gerste, wir sind ja im September, da können wir nur Weizen oder Gerste ausbringen bzw. ansehen. Wir könnten natürlich auch warten bis zum März, aber wir machen das jetzt gleich. So, dann schauen wir mal kurz, was die Nitratwerte angeht. Weizen braucht ja so zwischen 140 bis 200 Kilogramm pro Hektar, Gerste braucht etwas weniger. 120 bis 180 laut meiner schlauen Liste und die Maschine hat keinen Dünger mehr. Das heißt, hier werden wir an unserer Filzstation Kunstdünger nachladen. So, so, das war Saatgut. Na, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen weiter vorfahren. Na. Okay, warum willst du da jetzt nicht rein? Warum können wir jetzt keinen Mineraldünger nachfüllen? Irgendwie haben wir nicht den richtigen Treffer. Jetzt haben wir ihn getroffen. Okay, jetzt haben wir die Maschine voll gemacht. Dann fahren wir jetzt mal zum Feld. Werden aber auch erstmal im hinteren Teil des Feldes ein oder zwei Vorgewände fahren. So. Wie gesagt, rechts, man sieht es. Das Unkraut ist grau, braun, ist also abgetötet. Und dann müssen wir mal schauen, wie sich dann da die Ertragsverhältnisse darstellen. So, Maschine ausklappen und umstellen. So, Weizen. Ja, Weizen hat eine größere Füllmenge. Machen wir Weizen. Okay. Nochmal kurz zurücksetzen. Und die Maschine absenken und einschalten. So, und jetzt wird eben gegrubbert. Die Aussaat vollbracht und gleichzeitig gedüngt. Und wir sehen es hier auf der linken Seite oben wieder, was den Dünger angeht. 120 Kilogramm, 60 bis 80 hatten wir ja vorgedüngt. Und ja genau, da zeigt dann aktuell 80 Kilogramm Stickstoff. Jetzt sind es 75 Kilogramm und dementsprechend wird er also jetzt hier automatisch nachdüngen. Und die variable Saatstärke, da sehen wir, dass er hier schon kräftig anscheinend Körner rausschießen muss. Also hier stark aussät. So, links unten sieht man dann auch, wie es jetzt einen grünen Streifen gibt. Das heißt, er müsste jetzt die optimale Düngung erzielen. So, machen wir noch ein zweites Vorgewende. Fahren dann darunter. So. Wieder absenken und ab die Post. So, und wenn wir hier mit dem Grubber drüber fahren, dann wird natürlich auch das Unkraut untergegrubbert. Aber es wird halt trotzdem noch im Boden sein. Und das heißt, später in der Wachstumsphase wird es mit Sicherheit wieder zum Vorschein kommen. Und dann müssen wir es höchstwahrscheinlich auch hier wieder mit der Spritze bearbeiten.
sehr schön, wie die Maschine arbeitet. Ich gehe fast davon aus, dass auch zwischenzeitlich wieder unser Güllefass leer ist. So. Dann wenden wir hier. Und lassen den Helfer für uns arbeiten. Und schauen uns in der Zwischenzeit mal an, was er jetzt hier am Boden sagt. Hier haben wir jetzt ein Ertragspotenzial von 125%. Der erwartete Ertrag wäre 123%. Auch hier heißt es erstmal wieder, muss gewalzt werden. Er zeigt mir ja an, Unkraut wachsend. Wir könnten jetzt mit dem Striegel drüber gehen, würden aber dann eben einige Ökopunkte sozusagen verlieren. So, da können wir nämlich hier mal kurz reinschauen. Precision Farming und wir sehen Umweltbewertung mittlerweile 65. Ich glaube, wir haben irgendwo bei 48 oder 50 angefangen und durch die jetzige Bearbeitung, auch mit der Unkrautbekämpfung, so wie wir jetzt gearbeitet haben und auch hier jetzt mit dieser Direktsaatmaschine, kriegen wir also jetzt schon einige Boni und sind jetzt bei einer Umweltbewertung von 65. So, jetzt muss ich hier nochmal einsteigen. Wenn wir die Bahn hochgefahren sind, müssen wir nämlich auf der anderen Seite, wo wir ja schon gedüngt haben, da sollten wir dann mit der Maschine runterfahren, um den Rest des Feldes hier dann noch mit dem Gülleanhänger zu bearbeiten. Okay. Dann setzen wir die Maschine mal um. Und starten hier unsere weitere Ansaat. Gut. So. Und während ich jetzt hier umsteige, Motor erstmal anlassen, Maschine zuklappen. Ja, möchte ich mich wieder an der Stelle recht herzlich für eure Kommentare bedanken und für euer Feedback. Und wir haben ja einen kleinen Wettbewerb, nämlich wie wir unseren Hofhund nennen sollen, der ja auch auf Anregung eines Zusehers jetzt den Weg auf unseren Hof gefunden hat. Wir haben noch keinen Namen für das Tier. Der erste Name ist bereits eingetroffen. Also der erste Zuschauer sagt, er soll Charlie genannt werden. Okay, ist notiert. Warten wir mal ab, welche weitere Vorschläge noch kommen. Aber recht schönen Dank fürs Mitmachen. Also wie gesagt, wenn ihr noch weitere Ideen, Vorschläge habt für unseren Hofhund, der irgendwo hier herumspringen müsste und dem wir auch mit Sicherheit was zu fressen geben können, zipp, und dann wird er mit Sicherheit auch angelaufen kommen, oder? Naja, wir werden ihn sehen. Da ist er. So. Aber wir haben zu tun. Okay, also wenn ihr einen Namen habt für unseren Hofhund, schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euer Feedback. So, hier ist der Ansatz. Und wir klappen die Maschine wieder aus. So, und was mich jetzt noch interessieren würde, ob das so ähnlich ist wie bei der Spritze, dass er eigentlich erkennt, wo jetzt schon gedüngt ist und dann eben nicht düngt. So, lassen wir sie hier schon mal runter. Okay, also es läuft keine Gärreste aus der Maschine raus, sondern erst hier, wo noch nicht gedüngt ist. Okay, auch das hilft natürlich, Güllereste zu oder Gärreste und Gülle zu sparen und nicht zu viel auszubringen.
So, wir haben ja leider hier auf der Konsole kein GPS. Jedenfalls wüsste ich es nicht. Also müssen wir hier ein bisschen von Hand schauen, dass wir die Spur halten. Ja, auch hier haben wir so eine kleine Anzeige am Tank rechts hier mit dem roten Pfeil und auch die geht schön langsam nach unten. So. Ja, ist gar nicht so einfach aus der Innenansicht die richtige Spur zu treffen. Aber so kommt es ungefähr hin. Ein bisschen Überlappung darf hier immer sein. Okay. So, und da sind wir auch wieder am Ende des Feldes. Wieder wenden und in die nächste Spur. In der Zwischenzeit schauen wir mal, was unser anderer Helfer macht. So, 60 Kilo sind hier. Also pH-Wert ist perfekt, Stickstoff ist jetzt perfekt, weil es eben automatisch hier mit dem Kunstdünger nachgedüngt wird. So viel wie eben benötigt wird. Dadurch haben wir jetzt hier den optimalen Dünge. 123% jetzt hier. Er sagt, es muss noch gewalzt werden. Das werden wir natürlich noch tun hier im September. Und dass natürlich Unkraut wächst, damit rechnen wir. Selbstverständlich werden wir dann anschließend auch bekämpfen. Sehr schön. So, und er ist jetzt gleich leer. Dann gehen wir ihn noch einmal voll tanken an der Stelle. So, dazu einklappen. Yep. Ja, und dann gibt es im September so viel gar nicht mehr zu tun. Wie gesagt, das Feld wird jetzt noch eingesät. Das andere Feld lassen wir brach liegen. Da habe ich mir jetzt gedacht oder überlegt, da werden wir doch nicht die Sonnenblumen, sondern Mais anpflanzen. Mais wird angepflanzt, wenn ich das richtig weiß, im März. Ups. Und deswegen, weil wir natürlich Schweine haben und Mais ist ja das Basisfutter für die Schweine. Also das werden wir dann für die Tiere immer versuchen, alles selbst möglichst herzustellen. Und deswegen dann eben im März auf dem anderen Feld Mais. Im April. Im April und Mai wird ausgesät. Mais. Okay. So, und Tank ist hier auch schon fast leer. Mal schauen, ob uns die Gärreste noch reichen für dieses Feld. Ja, wie gesagt, dann wird nur noch gewalzt, die Tiere gefüttert. Ja, und dann geht es eigentlich schon wieder in den nächsten Monat. So. In den Oktober. Ja, und während hier unser Fendt mit dem Güllefass die restlichen Gärrechtsreste ausbringt, sind wir wieder mal am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß bei der Folge.
Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Ich, der Baden-Farmer, bedanke mich und sage Tschüss, ciao, cheerio.